liebe Soulmates, da haben wir also nochmal die Zigeunerkarten, bringen wir hier jetzt nochmal ins Spiel. Und zwar auch mit einer ganz tollen Legung, nämlich wie er es sieht und wie du es siehst. Dafür nehmen wir die Karte Fröhlichkeit, da haben wir ihn drauf und dich drauf. Deswegen können wir beide Sichtweisen wunderbar legen. So, er möchte sich treffen. Das ist ja schon mal da. Er trifft sich, also bei ihm ist wirklich so der freudige Schreck, wir gehen wirklich hier so durch, ja. Dieser freudige Schreck, der da dabei ist, im Grunde, also weil hier einfach was ans Tageslicht kommt, ja. Du bist erstmal hier wieder noch in der Traurigkeit drin, machst dir sehr viele Sorgen, sehr viele Gedanken. Das Glück kommt aber mit einher, vor allem das große, das spirituelle Glück kommt mit einher für euch zusammen. Und das ist ja mal wiederum das aller Wichtigste. Jetzt schauen wir hier nochmal gerade weiter, weil wir wirklich hier in diese Kraft wieder hineinfinden, ja. Also auch hier zu hohen Ehren kommen ist dabei. Es ist wirklich so, dass wir da reinfinden, dass er sich auch Gedanken macht, dass die Kommunikation auch wieder läuft, ja. Er denkt vornehmlich an dich, denkt dran, hier ist seine Seite, ja. Bist dabei, du dockst hier an in einer ganz positiven Art und Weise. Er sieht euch beide bereits hier zusammen, ja. Du gibst, hör auf, deine negativen Gedanken hier zu haben, ja. Weil, schau mal, da haben wir jetzt auch noch die Heiratskarte mit dabei, ja. Und hier geht's weiter. Es geht weiter. Du darfst nur nicht eben hier dich in diese Negativgedanken mit reingeben, Traurigkeit und hier nochmal der Dieb mit dabei. Deshalb ist es wichtig, ihr kommt zusammen. Das ist die Grundenergie, das ist da. Und so weit, wie ich das hier überschauen und überblicken kann, kann ich euch sagen, es ist eine hervorragende und ganz positive Situation, auf die ihr zusteuert. Mensch, herzlichen Dank hier nochmal fürs weiter Zusehen, für das weitere Orakel. Und wir hören und sehen uns und vielen Dank, dass du hier mitmachst. Dankeschön, ciao, dein Michael, tschüss.